Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Dualseelenastrologie am 15. Mai 2018. Ich starte etwas Neues und das ist die Dualseelenastrologie. Hier handelt sich ausschließlich um Liebepartnerschaft in Dualseelenbeziehungen. Und das kenne ich von Beratungen, kam auch die Idee, das auch astrologisch zu besprechen. Aber erstmal der Begriff Dualseele. Seele ist eigentlich untrennlich, weil das ist einzigartig, ein Individuum. Und diese Seele ist in unserem Inneren, auch unsterblich. Das bedeutet, wenn wir sterben, verlässt die Seele unseren Körper, kehrt zurück im Himmel, geht zurück zum Göttlichen und, wenn das notwendig ist, etwas noch lernen, entwickeln, entfalten, befreien von Karma, dann kehrt die Seele zurück auf die Erde. Dualität bedeutet zwei. Wie können wir das verstehen, wenn die Seele einzigartig ist und untrennlich ist? Dann kann nicht oft zwei Teile teilen. Hier ist eher die Zerrissenheit. Man fühlt sich gerissen und hier entsteht eine Spaltung, eine tiefe Wunde. Und es ist sehr schwierig, da Heilung bringen, weil man fühlt sich zum anderen sehr stark hingezogen. Warum? Weil die Seelen kennen sich schon von früher. Und hier muss etwas vielleicht lernen, vielleicht zusammenkommen und diese Liebe leben oder etwas klären oder aufgeben. Hier haben wir eine Aufgabe. Und diese Dualität, ich würde das eher so beschreiben wie zwei Zwillingsseelen, die sich wieder gefunden haben. Und was ist diese Dualseele-Astrologie? Ich beleuchte das jetzt nicht durch Legungen, sondern astrologisch. Das ist das Verborgene, das Geheimnisvolle in Astrologie. Die verborgenen Schätze hole ich raus ins Licht, in Oberfläche und wir besprechen jeden Tag, wie steht es mit euren Dualseelenliebe? Wie sollt ihr handeln? Welche Erinnerungen sagen etwas? Welchen Tagen sollte man zurückblicken, weil da kommt etwas wieder in die Oberfläche. Entweder, weil in diesem bestimmten Tag passierte etwas in Vergangenheit oder ihr habt ein Gefühl und dieses Gefühl ist wieder da. Das, was wir klären. Und wie könnt ihr das in Ordnung bringen? Weil das ist das Ziel, dass die Wunde geheilt ist, dass ihr glücklich seid, entweder, dass ihr eine Chance seht, zusammenzukommen, dass ihr könnt diese Liebe leben oder diese Kraft zu haben, davon zum Lösen, weil wenn das beendet ist, dann kann erst etwas Neues kommen. Und das besprechen wir jeden Tag bei diesem Dualseelen-Astrologie. Heute ist 15. Mai 2018. Heute ist Neumond. Mond ist unsichtbar. Aber wir brauchen Licht und diese Tage sind auch sehr wichtig, weil wir sollen das Licht in unserem Inneren finden. Klarheit. Klarheit mit unserem Inneren. Und sind wir schon im seelischen Bereich? Was sagt unsere Stimme? Was sagt unserem Gefühl? Wie denken wir darüber? Und dieser Neumond eignet sich natürlich dafür, nach innen zu schauen, über etwas Klarheit zu bekommen. Und bei diesem Dualseelenastrologie, was ich jeden Tag
vermitteln werde, blicken wir immer zurück. Für einen bestimmten Tag, was passierte dann? Wie wird es auf dem heutigen Tag? Und wie könnt ihr handeln, damit eine Verbesserung kommt in die Liebe, Partnerschaft? Es ist besser, Entscheidungen treffen oder es ist besser zum Zurückziehen. Warum verhält sich der Partner oder Wunschpartner so, wie er sich verhält? Ist es möglich, ein Gespräch zu führen? Wie steht mit euren Seelen? Hier geht es um seelische Bereiche, also nicht um Taten, was passiert heute und welche Einflüsse stehen wir. Natürlich fließt es auch mit ein, aber hier geht es um die seelischen Ebenen. Wie geht es euch emotional? Und wie fühlt euren Wunschpartner? Was spielt sich ab in seelischen Ebenen? Gibt Telepathie? Gibt eine Gedanke? Macht ihr Gedanken über ihn oder macht er über euch Gedanken? All das klären wir. Natürlich, das bleibt nicht so, weil die Verbindung, die Energie ändert sich jeden Tag und deswegen vermittle ich diese Dualseele-Astrologie jeden Tag. Wir kommunizieren jetzt im seelischen Ebenen und ich beschreibe die Einflüsse von Sternen und auch von Vergangenheit, welche Erinnerungen kommen gerade hoch, weil da steht zwischen den Tagen eine gewisse Verbindung. Und ich untersuche das und ich beschreibe das, welche Verbindung, was löst das aus, welche Erinnerungen. Also es handelt sich um die liebe Partnerschaft. Und jetzt kommt bei vielen Damen, besonders bei den Damen, das Gefühl, dass sie bekommen entweder wenig Anerkennung, wenig Klarheit oder ist etwas im Geheimen, im Verborgenen. Entweder die Beziehung ist im Verborgenen, darf man nicht in die Öffentlichkeit oder wird etwas verborgen. Jetzt denkt ihr zurück, was war am 13. November 2017? Weil diese Energie kehrt gerade zurück. Entweder passierte am 13. November 2000 etwas Bestimmtes und ihr spürt das wieder, oder habt ihr in diesem Tag euch entweder wohlgefühlt oder wart ihr traurig, habt ihr Sehnsüchte gehabt. Also die beiden Tagen, die heutige Tag und eben diesen 13. November 2017, hat eine Verbindung, besonders wenn es um die seelischen Ebenen handelt. Und wir können natürlich vieles verbunden wie Beruf oder Finanzen, aber ich möchte Thema Liebe bleiben. Also eine Erinnerung, erinnert euch an diesem 13. November. Wie ist das im Gefühlszustand? Was verbindet euch gerade? Wie fühlt euch? Natürlich, wenn das hochkommt, diese ganze Erinnerungen, das tut vielleicht erstmal weh. Ich würde nicht sagen bei jedem Einzelnen. Es gibt viele Menschen, die den 13. November schön in Erinnerungen haben, aber wichtig ist dieser Rückblick. Und wenn das eine schöne Erinnerung ist und es war angenehm und schön, dann hat das eine Bedeutung, weil das sagt euch etwas, also das könnt ihr befestigen, drauf bauen. Wenn diese Erinnerung neutral war, dann, das besprechen wir extra, weil dann kommen Veränderungen, das bleibt nicht so unbeweglich. Aber jetzt gehen wir mal in diesen Bereich. Wenn diese Erinnerung etwas schmerzhaft ist, dann kommt das wieder in Oberfläche, was ihr unbewusst sowieso fühlt. Ich musste das nicht sagen, die Gefühl ist da, ihr fühlt das. Aber ich spreche das direkt an, woher kommt das? Und
Jetzt kommt das alles in Oberfläche und es hängt zusammen. Also, das heißt, die Erinnerungen, wir verbinden jetzt mit Gefühlen. Und schöne Erinnerungen befestigen wir. Und wenn das schmerzhafte Erinnerungen ist, sollen wir auch mal vielleicht einen Moment anschauen, weil wir dürfen nicht solchen schmerzhaften Erinnerungen oder Gefühlen so zu tun, wenn das nicht wäre, sondern wir sollen das mal wirklich bewusst wahrnehmen. Vielleicht kommen die Tränen. Dann sollen wir die Tränen einfach fließen lassen, weil das reinigt auch. Und dann sollen wir darauf achten, dass unser Gefühlszustand stabil ist. Und wir haben heute gute Chancen, sehr gute Chancen, unseren Gefühlen in Ordnung zu bringen. Dafür ist der Tag sehr gut geeignet. Das heißt, den Neumond ist sowieso sehr gut nach Rückblick oder nach Meditation. Und jetzt, wenn wir über die seelischen Ebenen, über unsere Seele kümmern, und ich kann astrologisch die Zeitqualität, die Einflüsse beschreiben, und das werde ich auch tun in Zukunft. Also es ist wichtig, diesen Rückblick zu haben. Und wenn eine schöne Erinnerung war, dann natürlich die Freude. Und das sagt auch etwas und das sollt ihr ruhig spüren und dieses Glücksgefühl haben. Ah ja, das sagt etwas und das daran glauben. Oder wenn das etwas schmerzhaft war, dann einfach mal die Tränen fließen lassen und jetzt kommt der Prozess, die Reinigung und dann kommt die Ruhe, die inneren Ruhe, die inneren Kraft. Und das ist der heutige Tag, dass wir das schaffen, unseren Gefühlen jetzt in Ordnung zu bringen. Die Energie, die kosmische Energie, die Mondeinfluss eignet sich dafür, dass wir damit leichter tun heute, das wirklich in Ordnung zu bringen. Die Themen bei vielen Damen, was weh tut, erstens, dass hier etwas verheimlicht wird oder die Liebe darf nicht offen leben oder wenn man nicht genügend Wertschätzung bekommt. Das sind die Themen momentan, was hochkommen. Manche Damen haben das Gefühl, dass die andere spielt mit euch. Also das kann auch passieren, diese Spielchen, entweder die Ex spielt oder habt ihr das Gefühl, dass es nicht ernsthaft ist und es ist wichtig, diese Spielchen auch aufhören. Das sind die Themen, was jetzt gerade hochkommt. Wichtig ist auf dem Gefühl achten und wir haben jetzt gute Chancen, das beruhigen, in Ruhe zu bringen und diese Kraft zu spüren. Die Bedürfnisse. Heute haben wir die Bedürfnisse nach Klarheit. Klarheit in die Liebe, Partnerschaft. Und viele Damen, also mich trifft nicht, aber viele Damen sagen jetzt gerade ja oder nein. Es gibt momentan kein Vielleicht. Naja gut, dann bleiben wir so in Verbindung. Nein, es ist die Bedürfnis nämlich da, jetzt entweder steht er zu den Gefühlen, steht zu dieser Liebe oder ich beende das Liebe. Das ist die Bedürfnis. Und viele Damen spüren das ganz stark in sich, wo sie sagen, das lasse ich mir nichts mehr gefallen, ich mache das nicht weiter so und ich möchte das jetzt klären. Darüber momentan einen klärenden Gespräch zu führen, führt zu Missverständnissen. Also ich würde raten, deswegen möchte ich auch die Energie täglich vermitteln, weil dann kann ich sagen, wann ist der richtige Augenblick zum Handeln. Das jetzt zum Ansprechen. Habt ihr vielleicht Glück, eine oder andere kann mal Glück haben, dass dieser Mann, dieser Wunschpartner oder Partner oder Seelenpartner
wirklich nachdenklich ist, aber die Großteil, die Männer, laufen davon. Die sind momentan nicht bereit, darüber zu sprechen. Das ist die Zeitqualität. Und weil sie darüber nicht sprechen wollen, führt auch zu Missverständnissen. Was passiert dann? Er zieht sich zurück. Ich kann das voraussagen. Also heute oder in den Tagen das zum Ansprechen, du, ich möchte jetzt von dir hören, ja oder nein. Sind wir eine feste Beziehung, ja oder nein? Oder trennst von deiner Frau und kommen wir zusammen? Die Männer sind zurzeit nicht bereit, darüber zu sprechen. Es etwas in Bewegung setzen oder einen Druck ausüben, führt zu Trennung, führt zum Rückzug. Es ist sehr schwierig, weil es entsteht Spannung, es explodiert und führt zu Streit bei einem oder anderen, führt sogar zu Trennung. Natürlich kommt dann wieder die Versöhnung. Das ist mal was anderes. Aber erstmal ist die Trennung dann da. Das ist die Zeitqualität. Ich fasse das mal zusammen. Neumond ist heute, also sollen wir Klarheit bekommen und das sollen wir in uns selbst suchen, diese inneren Licht. Dann wissen wir schon, was möchten wir erreichen oder wie soll die Partnerschaft aussehen. Wir können klären, was will ich? Das können wir heute klären. Zurückdenken, was passierte am 13. November 2017, weil diese Energie wiederkehrt. Sich, das ist spürbar heute. Wenn das etwas Wunderbares war, dann ist was Positives, weil dann geht in diese Richtung, dann könnt ihr im Vertrauen bleiben. Wenn das etwas ist, was schmerzhaft war in diesem Tag, dann sollen wir das bereinigen und im Vertrauen bleiben, dass sich alles beruhigt. Die heutige Energie eignet sich dafür, die Ruhe zu finden. Wenn in diesem 13. nichts passierte, dann einfach abwarten, was die Zeitqualität sich bringt. Dann spricht es nicht direkt an den heutigen Tag. Vielleicht mal einen anderen Tag. Also ich spreche eher für die Zuschauer, die am 13. November wirklich was erlebt haben oder die Gefühle waren sehr intensiv, da wiederkehrt sich etwas. Wo das neutral war und nichts passierte, dann kommt man an einen anderen Tag, wo dann etwas hochkommt, wieder von Vergangenheit, von dem tiefen seelischen Ebenen, von unserem tiefen Inneren. Wir bringen das alles jetzt ins Licht. Also der heutige Tag ist sehr gut, die Gefühle in Ordnung zu bringen. So bleiben wir in Ruhe, so bleiben wir im Gleichgewicht. Und dann spüren wir auch die Kraft. Wo setzen wir die Kraft ein? Für die Beziehung oder verlangen etwas? Das ist die falsche Richtung. Das führt zum Spannung. Die Kraft sollen wir zurücknehmen, die Kraft soll bei uns selbst bleiben, weil wir brauchen das später. Gespräche, die Bedürfnis ist da, zum Sagen, jetzt reicht's mir, ja oder nein, ich mache das nicht weiter. Das ist die Bedürfnis, weil diese Gedanken kommt. Das anzusprechen, geht ihr in ein Risiko ein. Ein Risiko, weil viele Männer reagieren anders, als ihr das erwartet. Und dann kommt die nächste Enttäuschung. Zurücknehmen die Sprache, nichts sagen, was ihr wünscht, sondern abwarten, bis ein besserer Tag ist. Und das werde ich vermitteln. Dann werde ich das genau sagen. Heute ist der Tag zum Klärung. Dann ist das ein richtiger Zeitpunkt, das zum Besprechen. Heute ist es nicht der passende Tag, weil das führt zu Missverständnissen und diese
Eine oder andere kann damit Glück haben, aber die Risiko ist sehr hoch, dass dieser Mann dann wirklich den Rückzug macht. Und jetzt die Kraft einsetzen, ihn etwas befehlen, das ist gar nicht das richtige Wort dafür, sondern ich würde eher mal so beschreiben, die Kraft einsetzen, um diese Liebe zu kämpfen, oder er verliert selbst die Kraft und erreicht ihr momentan nichts, weil das führt noch mehr Spannung. Das ist die heutige Zeitqualität. Die einzige positive, und wir werden das täglich bearbeiten, die heutigen Tag eignet sich dafür, im Inneren Ruhe kommen, etwas bereinigen, mehr Klarheit bekommen und im Kraft bleiben und schweigen. Und so beruhigt sich das alles. Und dann schauen wir morgen an, wie sieht es morgen aus und in die Tage. Und dann, wenn ihr das täglich verfolgt, dann habt ihr die Handlungsweise. Und so kann ich das astrologisch vermitteln von geheimnisvoller, verborgenen Astrologie. Von den Tiefen holen wir jetzt alles hoch. Bringen wir das alles ins Licht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.